Und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute zu meinem 7000 Abonnenten Spezial und damit zu einem Sonderpodcast in Bild und Ton, den sich ja viele gewünscht haben. Und ich habe mir gedacht, das ist eine nette Idee, um mich bei euch, ihr da draußen, ihr den Kanal ja auch erst möglich gemacht habt, zu bedanken. Die neuen Schleier, warum die Menschheit die Wahrheit nicht sehen können, ist ein Beitrag, der im Original von Daniel Prinz stammt, den ich sehr schätze und verehre für seine Bücher. Und weil dieser Beitrag im ursprünglichen Mal auf Connective Events veröffentlicht wurde, aber in der Zwischenzeit dieser Beitrag sehr, sehr schwer zu finden ist, habe ich gedacht, es wäre ein nettes Dankeschön an euch und ich hoffe, es gefällt euch. Denn am Ende dieses Beitrages habe ich noch eine kleine Überraschung für euch zusammengestellt. In diesem Sinne lege ich also los. Die neuen Schleier, warum Menschen die Wahrheit nicht sehen können. Wenn Sie auf diesen Artikel gerade gestoßen sind, dann gehören Sie auf jeden Fall zu jenen Menschen, die dieses System bzw. die Sklavenmatrix, in der wir leben, zumindest bis zu einem gewissen Grad erkannt und durchschaut haben. Sie gehören auch sicher zu den Menschen, die ihr Umfeld versuchen, über gewisse Themen vergebens aufzuklären und werden überwiegend ausgelacht und als Verschwörungstheoretiker, Esospinner, Nazi oder ähnliches betitelt. Na, kommt dir das nicht bekannt vor? Und haben Sie sich auch schon zähneknirschend die Frage gestellt, weshalb so viele Leute die Wahrheit nicht sehen können, selbst dann nicht, wenn man ihnen alle belegbaren Argumente, Fakten und Beweise verständlich wie auf einem Silbertablett mit einer goldenen Krone obendrauf überreicht? Angenommen, dass die meisten Leute die Wahrheit über bestimmte Themen nicht sehen wollen? Was, wenn es sicherlich auch solche Leute gibt? In der Tat verhält es sich eher so, dass die meisten je nach Entwicklungsstand bis zu einem gewissen Grad bestimmte Dinge einfach nicht sehen können. Es übersteigt schlichtweg ihren Horizont und widerspricht ihrem konditionierten Weltbild. Der mittlerweile verstorbene US-amerikanische Investigativjournalist Don Hawkins, der den Idaho Observer leitete, hat ein Erklärungsmodell hierfür aufgestellt und dies ist mit seinem damaligen Kollegen und somit Freund, der hier True Odd ausführlich diskutiert und so benannt wird, sein Modell Die neuen Schleier. Beruht somit auf numerologischen und universellen Gesetzmäßigkeiten, die sich in Zahlen 1 bis 9 ausdrücken. Und dass die altes und verborgenes Wissen über das Leben, die Schöpfung Gott sowie der Ursprung des Menschen in mathematischen Gitter eingebettet ist, das als Logik bezeichnet wird und zum Beispiel in alten Geheimlehren der Sumerer oder der Kabbala gelehrt wird. Nach Hawkins Worten haben sehr böse Männer und Frauen, die die Machtelite ausmachen, eine virtuelle Wiese erschaffen, die derart saftig grün ist, dass recht selten und nur wenige Leute, wenn überhaupt, sich die Mühe machen, lange genug nach oben zu schauen, von wo sie dann herunterschauen, um all die hellen und bunten Etiketten zu erkennen, die an ihren Ohren geheftet wurden. Alle Menschen durchlaufen eine Art Filterprozess, so ähnlich wie die vielen Sportmannschaften der kleinen Ligen, wo aus Millionen Spieler es vielleicht nur 50 Besten in die höchste Liga schaffen. Nachfolgend nun die von Hawkins zusammengefasste Theorie der neuen Schleier, die auf das Bewusstsein der Menschen gelegt wurden und hier frei übersetzt wie im Original natürlich aus dem Englischen. Der erste Schleier, 10% aller Menschen werden diesen ersten Schleier durchdringen und die Welt der Politik entdecken. Sie werden wählen gehen, aktiv werden und sich eine Meinung bilden. Die Menschen werden durch die physische Welt um sie herum geformt werden. Die Menschen werden durch das öffentliche Bildungssystem dazu konditioniert werden, Regierungsbeamte, Medienpersönlichkeiten und andere Experten als primäre Autoritäten anzuerkennen.
90% der Leute in dieser Gruppe werden leben und sterben, ohne den zweiten Schleier zu durchdringen. Der zweite Schleier, 10% der Menschen werden auch den zweiten Schleier durchdringen, um unsere Geschichte zu erkunden. Die Beziehung zwischen Mensch und Regierung sowie die Bedeutung der Selbstverwaltung durch konstitutionelles Recht und durch das Common Law, in Klammern hier gesetzt, Gewohnheitsrecht. 90% der Leute in dieser Gruppe werden leben und sterben, ohne den dritten Schleier zu durchdringen. Der dritte Schleier. 10% derer, die den zweiten Schleier durchdrungen haben, werden irgendwann auch den dritten Schleier lüften, um herauszufinden, dass die Ressourcen dieser Welt, einschließlich Menschen, von extrem reichen und mächtigen Familien kontrolliert werden, deren alte, weltweite Vermögensgüter, dazu moderne Erpressungsstrategien, zum Fundament geworden sind, auf dem die ganze Weltwirtschaft basiert und aktuell verschuldet ist. Anmerkung in Klammern, Schuldgeld und Zinssystem gekoppelt mit Lohnarbeit und hier siehe auch www.scharf-law.de. 90% der Leute in dieser Gruppe werden leben und sterben, ohne den vierten Schleier zu durchdringen. Der vierte Schleier ist 10% derer, die den dritten Schleier durchdrungen haben, werden den vierten Schleier durchdringen und somit die Existenz der Illuminati, der Freimaurerei und anderer Geheimorden entdecken. Diese Gesellschaft nutzen Symbole und halten Zeremonien ab, die den Transfer von Geheimwissen zur nächsten Generation bewerkstelligen, die dazu genutzt wird, die gewöhnlichen Leute politisch, wirtschaftlich und spirituell an die ältesten Blutlinien dieser Machthaber zu binden. 90% der Leute in dieser Gruppe werden leben und sterben, ohne den fünften Schleier zu durchdringen. Der fünfte Schleier ist 10%, werden in dieser Entwicklung den fünften Schleier durchdringen und erfahren, dass die Geheimgesellschaften technologisch derart weit entwickelt sind, dass Zeitreisen und interstellare Kommunikation keine Grenzen kennen und dass die Mitglieder dieser Geheimgesellschaften die Gedanken und Handlungen der gewöhnlichen Menschen mit einer Leichtigkeit kontrollieren, sodass, wenn wir unseren Kindern sagen, wenn sie zu Bett gehen sollen, die hochmoderne Technologie erschafft sogar künstliche Lebensformen. Da der Mensch, in Klammern spricht die Machthaber, Klammer zu, danach bestrebt ist, Gott zu ersetzen, der sechste Schleier. 10% derer, die den fünften Schleier durchdrungen haben, werden den sechsten Schleier durchdringen und erfahren, dass die Drachen, Echsen und Außerirdischen, von denen wir dachten, sie seien Monster aus Kinderbüchern, in der Tat real sind und in Wirklichkeit die kontrollierenden Kräfte hinter den Geheimgesellschaften sind, die auf der Ebene des vierten Schleiers entdeckt wurden. 90% der Leute in dieser Gruppe werden leben und sterben, ohne den siebten Schleier zu durchdringen. Der siebte Schleier. 10% derer, die den sechsten Schleier durchdrungen haben, werden die Ebene des siebten Schleiers durchdringen, auf welcher die Welt der fraktalen Geometrie und das universale Gesetz der Zahlen vollständig verstanden und angenommen wird. Die kreative Kraft des ganzen Universums ist verbunden mit numerischen Codeformeln und Sequenzen und allen Mysterien einschließlich der Struktur von Zeit, Raum, Paralleluniversen sowie der Zugang zu ihnen werden entschlüsselt. Diejenigen, deren Intellekt es ihnen erlaubt, den siebten Schleier zu durchdringen, erliegen oft den Verlockungen und Versprechen massiver Reichtümer, die ihnen die Herrscherelite anbietet. Und deswegen leben und sterben 90% der Leute in dieser Gruppe, ohne den achten Schleier zu durchdringen. Der achte Schleier. Den achten Schleier zu durchdringen, offenbart Gott und die pure Energie als Liebe bekannt
und welche die pure Lebenskraft in allen Lebewesen ist, die alle miteinander verbunden und eins sind. Tiefe Demut ist notwendig, um jemals diesen Schleier zu durchdringen. Anmerkung: Hier ist die bedingungslose Liebe gemeint. Der neunte Schleier. Diesen Schleier zu durchdringen bedeutet das Perfektionieren der puren Energie, die als Liebe bekannt ist und somit wahrhaftig eins werden mit Gott und seinen Formulierungen. Durch das Perfektionieren dieser puren Energie lebt man vollständig das Prinzip des Mitgefühls und gewinnt darin das volle Verständnis des universellen Plans der Aufopferung, des Todes und der Erlösung. Das Leben selbst wird dann vollständig. Der Kreis schließt sich also für einen selber und man schaut auf die Welt durch die Augen eines unschuldigen Kindes, doch mit der tiefen Weisheit geboren aus purer Liebe, die auf der Ebene des achten Schleiers erreicht wurde. Was Hawkins mit dem neunten Schleier erklärt, könnten wir als Christusbewusstsein interpretieren. Wenn wir von 7 Milliarden Erdenbewohnern ausgehen, würde sich Hawkins Theorie wie folgt rechnen: Ausgangslage 7 Milliarden Bewohner, davon würden jeweils 10% in den ersten Schleier eindringen, das wären hier 700 Millionen. Wiederum von der Gesamtzahl der Menschen betrachtet, wiederum 10% werden im zweiten Schleier auch 700 Millionen übrig bleiben. Im dritten Schleier dann, jeweils abgezogen von den 10% des zweiten Schleier, macht 70 Millionen. Dann wiederum der vierte Schleier 7 Millionen, der fünfte Schleier 700.000, der sechste Schleier 70.000, der siebte Schleier 7.000, der achte Schleier 70 und im neunten Schleier bleiben letztendlich 70 Menschen übrig. Wenn diese Theorie also stimmen sollte, dann hätten gerade mal 70.000 Menschen auf unserer Erde den sechsten Schleier durchdrungen und nur 70% oder nur 70 das absolute Christusbewusstsein erlangt. Der Artikel von R. Truott ist bereits 9 Jahre alt und in der Zwischenzeit hat sich sehr viel getan auf dieser Welt. Mehr und mehr Menschen durchschauen die Lügen und auch zunehmend die Matrix, in der wir noch festgehalten werden. Ich denke, es könnten mittlerweile auch durchaus auch 15% in jeder Stufe oder in jeden einzelnen Stufen sein mit weiteren Potenzial nach oben, während der Rest aber tiefer denn je weiterschläft. Hawkins Theorie betrachte ich persönlich aber nicht als in Stein gemeißelt und auch nicht zwingend linear oder absolut. Die Übergänge von Schleier zu Schleier würde ich als fließend sehen und wo auch Überschneidungen definitiv vorhanden sind. Gerade Menschen, die die Ebene des fünften Schleiers gelüftet haben, werden verstärkt Einblicke in die Bereiche 6 bis 9 erhalten, beziehungsweise mit den Themen und Aspekten daraus stärker konfrontiert werden. Menschen, die man eher in den Ebenen 1 bis 4 einstufen würden, könnten aber ein starkes Bewusstsein haben, das sich mit den Ebenen 8 und 9 in Verbindung gebracht werden kann. Also Menschen, die trotz ihrer Einfachheit pures Mitgefühl und bedingungslose Liebe leben. Die spirituelle Entwicklung läuft nämlich auf mehreren Ebenen parallel ab, daher sollte man keinen Menschen gleich in eine Schublade stecken. Jeder hat seinen eigenen Lebensplan oder Blaupause und seinen eigenen Lern- und Entwicklungsprozess hier auf dieser Erde. Und zum Schluss möchte ich mich natürlich bedanken bei allen Abonnenten und auch bei den vielen Menschen, welche sich das hier als Abonnentenspezial für 7.000 Abonnenten gewünscht haben. Dafür mein Dank und
Ein Danke auch an Daniel Prinz für seine unermüdliche Arbeit in den Dingen der Wahrheitsfindung. Diese Bücher, und das ist mein Dank an euch, bekommt jeweils als Paar, das heißt, wenn das die Deutschen wüssten und wenn das die Menschheit wüsste, der beste Kommentar mit den meisten Likes. Zeitraum seit Erstellung dieses Videos bis zum 01.01.24. Ja, ihr Lieben, und in diesem Sinne wünsche ich euch eine besinnliche Zeit und ein herzliches Dankeschön an alle Menschen. Wünsche ich euch Heil und Segen und vielen Dank fürs Anschauen.